Ausfahrt nehmen, um auf Augsburger Straße zu bleiben. Und? Ampel. Rote Ampel. Oben links ist ein V-Markt. Und Kick. Und grüne Ampel. Den V-Markt. Wir sind jetzt 363 Kilometer gefahren. Pettlingen.
Unis aus, wenn es Universitätsstraßen sind. An einem Fahrradboot, sondern ich könnte es ja mit Roller so. Nee. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Friedenstraße. Friedenstraßen? Als heißt, wir kommen eher in Regensburg. Der Justus ist mit der King Ice bei mir unterwegs in Regensburg. Und die beim Schwarzen Hund Charles noch mit am Bord. Rechts abbiegen auf Friedenstraße. Frieden. Frieden sei mit euch allen. Dumm. Na, da kommt der Bode wieder. Der Bode. Noch 2,6 Kilometer zum Ziel. Dann geht's durch nach Bodenweiß. Ach, du meinst jetzt darüber oder was, oder wie? Ja. Was ist jetzt da? Das ist für das sind wir hier. Ja, ist die Ampel jetzt für uns oder für was anderes gedacht? Die geht auch nicht über die Ampel. Für Vorderplatz Süd. Ja, das ist Vorderplatz Süd. Fahr ja drüben oder was? Hm? Nein, ich fahr einfach jetzt rüber. Ja. Ich hab keine. Weil du nämlich falsch bist, das geht ja dann über. Noch ein anderes. Das war wieder drüben. Ja. Hab ich doch nicht gewusst, dass es auch gibt. So ein Parkplatz bei uns. Gibt es keinen Parkplatz? Also, das ist ein Bahnhof oder? Einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen, um links auf die Martin-Luther-Straße abzubiegen. Ich glaube, das ist ein Bahnhof und dann ist es Cinemax. Was ist denn das für ein grüner Bus? Elektrobus? Ich glaube, das ist der billige Bus. Ist, glaube ich, die grüne Linie. Da drüben ein grüner Bus. Ja. Nach 500 Metern rechts direkt, abbiegen oder? Auf Luitpoldstraße. Das sieht so komisch aus. Ah, das ist der Bahnhof, ja. Das sind Schäden. Jetzt sind wir in der Stadt. Golf. Na, da
kennen wir uns doch aus. Was? Sind wir doch in der Stadt. Ja, genau. In so Bahnhof. Davon ist die Residenz, da ist die Feste von Lindenberg. Jetzt kommt die Geisel, die Straße, aber die vorne geht es an die Kaiserstraße. Genau. Da sind wir wieder im Rüstburg. Genau. Alle Wege schauen doch gleich aus. Was ist das für ein Bus? Das Obental schon irgendwie. Fährt mit, was steht drauf? 100% Ökostrom. Ein Elektrobus. So, ja. Das sieht ja so komisch aus und grüner. Ja, weil oben dran die Solaranlage ist. Ja. Was ist das? Rechts abbiegen auf Luitpoldstraße, dann links abbiegen auf Roritzer Straße. Wir dürfen. Nur Fahrradfahrer dürfen nicht. Ihr wisst es auch, was wir dürfen? Gut, ihr wisst es. Sieh es aber nicht, das tue ich mit dran, ne? Also links abbiegen auf Roritzer Straße, dann links abbiegen auf Landshuter Straße. Links abbiegen auf Landshuter Straße, dann den mittleren Fahrstreifen benutzen, um halb links abzubiegen und auf Landshuter Straße zu bleiben. Der fährt auch noch quietscht. Straße zu bleiben, dann geradeaus auf Ernst-Reuter Platz. Geradeaus auf Ernst-Reuter Platz. Nach 50 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Ernst-Reuter Platz bleiben. Wahnsinn. Nach 200 Metern nach links abbiegen, um auf St. Petersweg zu bleiben. Lauf einfach mal drüber einfach. Auf Roter Lilienwinkel, dann links abbiegen auf Emmeramsplatz. Das kannst du vergessen. Was willst du denn hier? Nach links abbiegen, um auf Emmeramsplatz zu bleiben, dann rechts abbiegen auf Roter Lilienwinkel. Rechts abbiegen auf Roter Lilienwinkel, dann links abbiegen auf Emmeramsplatz. Links abbiegen auf Emmeramsplatz. Das ist eine Straße, oder? Das ist eine Sackgasse. Ja. Wenden, dann rechts abbiegen auf Emmeramsplatz. Vorne ist ein. Ja. Hm.
Nehmen wir kurz ein Auto. Ich habe meine Bilder weiter gemacht, 5 Fenster. Boote, Mais, Aktivhotel zum Aber. Auf roter Lilienwinkel nach Osten Richtung Emmeramsplatz starten, dann geradeaus auf St. Petersweg. Viertel 7. Ja. Da muss ich jetzt hier drehen. Wetten, 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 wetten. Das geht schnell jetzt. Das war's, Kloster. Ich konnte da nicht so. Hab schnell gesagt. Mehr Zeit hat man nicht gehabt hier, weil du keine Parkplätze bekommst. Geradeaus auf St. Petersweg. Was hast du denn verloren? Nix. Also, fahren wir los. Nach 600 Metern im Kreisverkehr geradeaus auf Anstreuter Platz bleiben. Kommt noch ein Auto. Okay, das sind zwei. Wo sehe ich denn, dass das kommt? Auto kommt. Kannst du nicht entscheiden? Zu oder wird er stehen? Wo laufen die alle rot rüber? Der Bahnhof? Busbahnhof? Nach 500 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Luitpoldstraße, Stobiusplatz abzubiegen. Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Luitpoldstraße, Stobiusplatz abzubiegen. Nach 200 Metern einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Landshuter Straße, ja, B15 abzubiegen. Einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Landshuter Straße, B15 abzubiegen. Dinge auf Drehorte von berühmter Filme zu suchen? Macht schon Spaß. Dem Straßenverlauf von Landshuter Straße noch 3 Kilometer folgen. 300 Meter folgen die Straße. Ja. Rot. Nein, nicht für Todes. Ja, einer hat mir gesagt, dass da
in Unterfranken was gedreht worden ist. Angst und Brot oder sowas, war Kino mal. Wie heißt das nochmal? Luisa auf der Erbse oder irgendwas, die hin auf der Erbse. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe recherchiert. Prinzessin auf der Erbse? Nein, die heißt auf der ein Ding auf der Erbse. Das war das Erbsalschiff. Luis oder Lu, keine Ahnung, auf der Erbse, keine. Oh, Alter, was ist das? Ich weiß, was der auf Schiff und das war Markt Zerft. Ich habe alles recherchiert, nachgefragt, das war cool. So wie nachzuforschen der Musketiere, fünf Freunde. Die Schule magischen Tiere 2, 3. Wieder das Flixbus. Ja, das habe ich doch gesagt. Flippi-Bus. Flippi-Bus. Flippi. Das ist ja Flippi. Ja, beide Flixbus geheißen. War fast richtig. 22 Grad ist da. Ist das ein Elektroroller? So ist das schon mal wieder in Regensburg. Aber das ist ja in Regensburg. Alle von schon Regensburg. Ne, weil letztes Jahr waren wir in Regensburg. Letztes Sommer? Ja. Da sind wir durchgefahren von Walhalla zur Befreiungshalle. Da drüben liegt der Porsche. Da hab ich doch gesagt, da bist du nämlich erst gewesen und hast da nämlich schon mal was nachgeguckt. Ja, da haben wir was beim Fahren gesehen, glaube ich, ein alter LKW von der Feuerwehr das. Nee, da hast du gesagt, da ist auch etwas mit die fünf Freunde gewesen. Nein, da waren wir nicht. Die Höhle, meinst du, diese, wie weiter vorne, weiter oben war. In der Oberpfalz. Nein, ich bin drinnen geblieben und warst draußen und hast nur was gefilmt. Nee, war hier nichts. Hier war nichts. Okay. Ich willst du jetzt den Film nochmal nachdrehen? Hahaha. Wir gehen nur auf den Spuk. Ja, ein Film schaut alles anders aus als in echt. Es hat schöne Kulissen. Und das Film und die Dinge sind halt berühmt, oder ist halt berühmt. Also. Und für alle, die nicht wissen, ist es aber im Fernsehen war. Oder im Kino. Letztes Jahr sind wir nur durchgefahren und da haben wir kurz mal wo gehalten. Was anders angeguckt habe, was war denn was mit dem Oldtimer? Das ist wieder da ein Goal. Adieu. T4. Cool. Und der Flixbus von MAN. Unter der Bus. Eine Rampenschütze. Ich hab noch nie gesehen. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Franz Josef Strauß Allee. Herr Borscher, bitte wieder auf Wiedersehen. Rechts abbiegen auf Franz Josef Strauß Allee.
Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 zu nehmen. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt A3 zu nehmen, dann auf A3 fahren.